Hohoho, Leute. Ja, es ist wieder soweit. Die Weihnachtszeit beginnt. Wir haben heute den 30.11.2018 und morgen am 1.12.2018 ist schon wieder soweit. Der Adventskalender beginnt, die Weihnachtszeit beginnt und somit auch eine Zeit, in der es hier auf meinem Channel wieder ein paar Überraschungen gibt. So plane ich es an jedem von den 24 Tagen, die es jetzt nur noch sind bis Weihnachten, zusammen mit euch in der Früh ein Türchen von dem Nintendo Adventskalender zu öffnen, den es dieses Jahr wieder gibt, bei dem Gewinnspiel mitmachen und anschließend ein Spiel zu spielen, dazu gleich mehr. Jeden Tag abends, abends öffne wieder diesen Kalender und schau uns an, was da drin ist. Und zwar, das ist täglich um 20 Uhr abends. Manchmal klappt das um 20 Uhr nicht, dann ist es halt früher oder später, aber generell gilt täglich. Das tue ich dann immer in YouTube-Community-Tabs schreiben, wann es am welchen Tag ist, aber morgen tun wir immer abends das jeweilige Türchen öffnen, um Gewinnspiel mitmachen und anschließend ein besonderes Gaming-Projekt machen, was ich mir in den Sinn gestellt habe, nämlich ich möchte mit euch in Minecraft Nintendo Switch Edition eine Minecraft-Welt machen. Ich zeige euch jetzt ganz geschwind, was ich mir darunter vorgestellt habe. Ich dachte mir, dass wir an jedem von den Tagen bis zum 24. ein bisschen daran bauen können, dass wir am Ende einfach eine schöne Welt haben. So zumindest mein Plan. So. Und dann möchte ich euch jetzt auch gesund mal zeigen, was es genau mir da eigentlich dann so drunter vorstellt. Dazu musst du dann so, dann muss ich noch die Capture Card anmachen und dann verrate ich euch mal, was ich mir denn hier eigentlich gedacht habe, was wir machen könnten. So, in Minecraft gibt es ja nämlich diese ganzen Themenwelten, nenne ich es jetzt mal. Und da gibt es eben auch eine sehr schöne weihnachtliche Welt und da dachte ich mir, dass wir dann da jeden Tag einfach ein bisschen dran bauen bis Weihnachten. Das ist das, was ich mir gedacht hätte. Ich presse gut Deutsch. Wir gehen spielen gehen. Dann auf. Also ich erstelle eine. Das mache ich jetzt hier. Beziehungsweise ich zeige es einfach, was ich generell meine. Eigentlich müsste ich hier die Weihnachtsvorlage, weil die gibt es. Zumindest gab es die auf Wii U. Ich glaube, hier gibt es die auch. Ich glaube, die müssen erst freischalten oder so. Da hier Weihnachten ist es zu Hause. Wo ist jetzt hin? Hier. Ich glaube, die meine ich. Einfach irgendwie so eine Weihnachtswelt. Das ist da eine. Bis morgen mal freischalte und auf dieser werden wir dann spielen. Das ist so mein Plan. Eventuell, falls ich es hier nicht gebacken bekomme, mache ich es auf Wii U. Aber sowas in der Art werde ich machen. Und davor tun wir dann an jedem Tag eben den Adventskalender öffnen. Und an den 4 Adventssonntagen habe ich es auch noch ein Special vorbereitet. Dazu dann mehr, wenn die Adventssonntage kommen. Das ist mein Plan. Und dazu kommt dann natürlich auch noch, wisst ihr schon, am 7. Die Nintendo Xmas Ball in München. Da bin ich am 7. und 8. Dezember. Und am 15. Dezember bin ich ja auch nochmal in Augsburg bei Nintendo Xmas Ball Tour. Das ist auch noch ein weihnachtliches Event. Und so gesehen haben wir dann viele schöne weihnachtliche Ereignisse auf dem Channel, auf den ihr euch freuen könnt. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt mal eine schöne Weihnachtszeit. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir live das erste Türchen von dem Nintendo Adventskalender öffnen und danach mit unserer Minecraft-Weihnachtlichen Welt anfangen werden. Macht's gut, liebe Leute, bis morgen und ciao!